Wir sind gerade vor der Remise in der Salzburg AG bei der Lokalbau und drinnen arbeitet Michi. Der wird uns jetzt ein paar Einblicke in seinen Lehrberuf geben, was er so tut, was er macht und wie es ihm gefällt. Servus Michi, wie bin's? Servus Mucke, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut, dir? Ja, passt schon. Was machst du denn da? Ich suche da jetzt gerade einen Fehler, weil da funktioniert was nicht mehr. Aha, dürfen wir ein wenig zu dir sein? Ja, sicher, sitzt der her. Michi, kannst du so vielleicht von deiner Lehre erzählen, was ist so dein Aufgabengebiet, was ist deine Lehre, was machst du da? Also ich lerne die Lehre Elektrotechnik, Anlagen, Betriebstechnik, nebenzu mache ich noch Eisenbahntechnik und wir bauen verschiedene Steuerungen und Regelungen für Kraftwerke, für den Lokalbau, für den O-Bus. Ja. Aha, und das ist genau dein Ding und das möchtest du in der Zukunft auch machen wahrscheinlich, oder? Ja, weil ich interessiere mich sehr für die Steuer- und Regelungstechnik. Das möchte ich auch in Zukunft auch machen, ja. Ich war erstens mal im Verteilerbau, da haben wir die Steuerungen und Regelungen gemacht und dann installiert alles in die Kraftwerke. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich war in der Trafo-Werkstätte, da haben wir die ganzen Revisionen von den Transformatoren, Motoren, Revision gemacht. Ich war in der Schlosserei die Grundausbildung, das war cool, ja, das war richtig cool. Mhm. Und da nehmt ihr unter die Lehrlinge irgendwas miteinander? Gibt es da irgendwelche Events? Ja, also wir haben alle 14 Tage am einen Tag in der Woche die Werkschule. Da treffen wir uns alle Lehrlinge, da haben wir Schule wie Schule. Und dann haben wir noch einen Lehrlingsausflug einmal im Jahr. Da kommen auch alle Lehrlinge aus jedem Lehrjahr zusammen. Das ist sehr interessant und sehr lustig immer. Und einen Aktionstag, da schauen wir uns in der Stadt irgendwo an und von der Firma. Ja. Oh, das klingt nach einer Gaudi, ja. Du, Michi, danke dir und viel Spaß noch bei deiner Arbeit. Danke. Ciao, ciao. Bitte.